ist so, wir haben jetzt Fachleute gefragt und das ist in Wirklichkeit, ist das so und so. Und deswegen, weil die Fachleute das gesagt haben, ist das auch Fakt. Uns Beliebern wird ja immer vorgeworfen, dass wir keine Beweise für unsere Theorien haben. Dieses gilt aber genauso für die Seite der Kritiker. Es reicht nämlich für sie aus, Fachleute zu Wort kommen zu lassen, die anhand von Fotos eine ins Weltbild passende Erklärung abgeben und sofort ist alles geklärt. In der Dokumentation, der letzte Beweis, FIFA-Stümmelung, wird es erfreulicherweise mal anders angegangen. Am Anfang kam ein Farmer zu Wort, der Tierverstümmelung gemeldet hat. Das ist einfach mal ein Foto, damit ihr was zu gucken habt. Es wurden Fotografien gezeigt, auf denen die Tiere abgebildet waren. Die Farmer erklärten, was eine Tierverstümmelung von Tieren mit natürlicher Todesursache unterschied. Die Tiere wiesen zum Beispiel stark begrenzte Verletzungen auf. Hier, ja, das ist jetzt alles nicht so schön, aber ich kann es nicht ändern. Ne, das ist hier alles so ganz rund und glatt. Das ist jetzt eben, kann man ja deutlich sehen, dass da, das sieht nicht gerissen aus von irgendwelchen Tieren oder gepickt. Also beim Auge sagt man ja immer, da sind die Vögel gerne bei. Das will ich auch gerne glauben. Aber die machen trotzdem kein so rundes, schön abgegrenztes Bild. Die hacken ja einfach drauf herum. So, dann haben wir das nächste. Hier ganz deutlich zu sehen. Und ich möchte mal, dass ihr hier mal guckt, wie schön sauber alles ist. Ich meine, dem Tier ist hier der untere Bauch aufgerissen worden und hier fehlt ja auch wieder, was ist meistens immer, die Gebärmutter oder beim männlichen Tier ist das immer die Geschlechtsorgane. Hier ist alles ganz sauber, kein Blut, keine Flüssigkeiten, nichts. Das Gras ist sauber und auch hier das Bein, was unten liegt, wo es ja normalerweise alles rauflaufen würde. Alles ganz trocken, alles ganz schön, richtig, richtig sauber. Ne, hier auch wieder ganz, ganz rund, alles weg. Und hier ist das genauso, ne, sieht man ja, rund und glatt. Es hat den Anschein, als ob spezielle Organe entnommen wurden. Was hat man hier denn? Ansonsten ist hier nichts, nur hier vorne. Ich weiß gar nicht, was beim Pferd da vorne so sitzt. Herz, ja, möglich. Mhm. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Hier auch, da vorne. Und was Aasfresser, die gehen immer an die Weichteile. Deswegen sagen die ja auch immer, ja, ganz klar, die nehmen hier die Lippen und die Backen und die gehen an den Bauch. Aber hier ist ansonsten, hier vorne fehlt es eben wieder, hier wieder beim Auge. Ich würde behaupten, hier fehlt auch wieder mal das Ohr. Das wird nämlich auch ganz gerne genommen. Aasfresser übrigens nicht, weil das ja nur eine Knorpelgeschichte ist. Das mögen vielleicht Hunde in getrockneter Form. Aber hier würde jetzt ein wild lebendes Tier, würde sich jetzt nicht auf ein Ohr stürzen. Also garantiert nicht. Hier vorne wieder, wie gesagt, dieses Loch. Der Bauch des Tieres war ja im Vorfeld auch, das konnte man hier sehen, da ist keiner beigegangen. Ne? Da ist alles in Ordnung. Aber wenn das Aasfresser werden, würden die am Bauch reißen, weil das da am weichesten ist. Es fehlt jegliche Spur von Blut, weder an den Wundrändern noch auf dem Tier oder in unmittelbarer Umgebung. Das ist eigentlich für mich das Seltsamste. Es ist hier alles wieder, alles trocken. Obwohl hier so eine Wunde gerissen worden ist, ist trotzdem alles trocken. Ne, hier auch wieder das Gras, das ist so, wie es aufgefunden worden ist. Es ist nicht anders gelegt worden oder sonst was, so lag das. Auch alles trocken und schön. Oft waren die Tiere völlig blutleer. Kreisrunde Löcher mit kautalisierten Rändern, also durch Hitze verschlossen. So, das ist zum Beispiel auch mal ganz interessant. Da haben die von dem Tier, eben von der Schnitt- oder Reißstelle, wie man das jetzt immer sehen möchte, haben die eine Probe genommen. Dies hier oben, das Bild, das ist der Schnitt unter Mikroskop. Hier, das sind diese weißen Geschichten hier, das ist das Eiweiß. So sieht das aus im normalen Fleisch. Und hier, das kommt von der Schnittstelle, das ist jetzt das Eiweiß, das ist gekocht. Also das ist definitiv, sind die Ränder
irgendwie durch Hitze ist denn das sowas entstanden hier. Das ist also nicht mit dem Messer geschnitten oder wie gesagt durch Zähne gerissen, das ist mit durch Hitze entstanden. Laser. Vielleicht. Also hier, das ist eben so ein Teil, was sie da eben rausgeschnitten haben, so sieht das aus und so war das eben dann, so sieht es dann unter dem Mikroskop aus. So. Es gibt sonst keine weiteren Verletzungen, die auf die eigentliche Todesursache schließen ließ. Manchmal fehlt nur ein Ohr, was ich bereits schon sagte. Eigentlich weiß gar keiner, ich will das nochmal eben erklären, hier ist das Ohr, hier ist das andere Ohr, das ist noch dann. Da ist das Auge, also da ist, geht der Kopf hin und das ist sozusagen der Hals. Ansonsten hatte das Tier keine weiteren Verletzungen, es fehlte nur das Ohr. Also keiner weiß eigentlich, woran die Tiere eigentlich wirklich verstorben sind. Denn wird oft gesagt, dass die giftige Pflanzen gefressen haben und dass sie deswegen umgefallen sind und dann sind Tiere gekommen und erledigen den Rest. Die haben toxikologische Untersuchungen angestellt und haben nichts festgestellt. Also eigentlich weiß man gar nicht, warum die überhaupt tot sind. Die leben vielleicht. Sieht nicht danach aus. Aasfresser bleiben den Tieren fern. Es gab Tiere, die teilweise skelettiert waren und das innerhalb von 2 Tagen, wie bei dem Fat Lady, das ist vielleicht bekannt, das war 1967, ich habe jetzt hier nur ein Beispielbild. Da war der Farmer war dann abends noch auf dem Feld, da sprang das Tier noch fröhlich herum, ein weißes Pferd, sehr hübsch. Und am nächsten Tag war er wieder da und da war das spurlos verschwunden. Dann hat er das gesucht, konnte es nirgendwo finden. Und erst am nächsten Tag konnte er das in so einem vertrockneten Busch, da lag das. Und es war vom Hals abwärts, war das skelettiert. Und zwar die Knochen waren so ausgebleicht, die sahen aus, als ob die schon Wochen in der prallen Sonne gelegen hätten. Was war aber ja nun mal nicht der Fall. Ja, schon seltsam. Gräser am Fundort wiesen Aufplatzung an den Knoten auf. Dieses geschieht unter anderem durch Hitze und Druck. Das Phänomen kennen wir auch aus den Kornkreisen. Aus den echten, wenn ich das mal so sagen darf. Hier normales Gras und hier sind die so aufgeplatzt. Also von innen auch übrigens. Also das kann man ja feststellen. Das ist von innen ist das geplatzt und deswegen sehen die dann so aus. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das immer so ist, das wird ja wahrscheinlich auch nicht bei jeder Kuh, die da tot gefunden wird, untersucht. Aber wo es eben untersucht worden ist, da wiesen die Gräser eben diese Aufplatzung auf. Die Bilder mit den Tierverstümmelungen, also jetzt bin ich weiter wieder bei der Dokumentation, wurden nun 2 Pathologen gezeigt, die, wie zu erwarten war, alle Verletzungen als natürliche Prozesse erkannten und auch so erklärten. In der Zwischenzeit wurde eine tote Kuh auf ein Feld gebracht und 4 Kameras aufgestellt. Die Kameras sollten nun für 7 Tage aufzeichnen, was mit dem Tier geschieht. Das ist jetzt so ein bisschen undeutlich, weil das direkt aus der Dokumentation abfotografiert worden ist. Die Kuh, haben die gesagt, war an Krebs erkrankt und musste deswegen und wurde dafür für diesen Versuch aufs Feld gelegt. Ich hoffe mal, das war auch wirklich so. Das muss man jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen. Um mich hier kurz zu fassen. Es kam ein Vogel und pickte am Auge herum und eines Nachts kam eine Wildschweinrotte vorbei und bediente sich am Hinterteil der Kuh. Nach ein paar Tagen sah man im Zeitraffer, wie sich der Leib aufblähte und kurz danach sich das Gras dunkel verfärbte. Und spätestens da war ich dankbar, dass es noch kein geruchsübertragenes Fernsehen gibt. Das ist jetzt, wie gesagt, aus der Duche, das ist jetzt so ein bisschen schlecht zu sehen, aber eben hier, was ich eben vorhin schon gesagt habe, hier das ganze Gras, das ist alles voll gesüppt von den Innereien der Kuh, weil logischerweise, wenn die Verwesung losgeht, zersetzt sich das Gewebe und das, die Flüssigkeiten laufen eben aus der Kuh heraus. Das ist hier alles ganz ekelig. Das ist ja bloß eben so ein bisschen schlecht zu sehen. Nach 7 Tagen kamen der Farmer und die beiden Pathologen auf das Feld, um sich das Tier anzusehen. Achso, ich habe hier. Ja, also das wollte ich jetzt noch im Vergleich setzen. Ne? Man sieht das ja hier, ist das eben alles so ekelig. Und da ist, wo das eben sich um Tierverstümmelung handelt und nicht um eine natürliche Verwesung, ist das eben nicht der Fall. So, also nach 7 Tagen kamen der Farmer und die beiden Pathologen auf das Feld, um sich das Tier anzusehen.
Dafür, dass die Kuh eine Woche auf der Weide lag, war sie kaum angefressen worden. Das lag wohl an den Kameras, da fühlen sich die Tiere wohl doch so ein bisschen gestört, obwohl die darauf geachtet haben, die sind immer nur, wenn die wussten, ja, die Akkus können jetzt irgendwann schlapp machen, sind die eben hingegangen, haben die Akkus ausgetauscht und sind gleich wieder verschwunden. Aber trotzdem muss sie das wohl irgendwie gestört haben. Die Pathologen beglückwünschten sich gegenseitig, denn das Tier hatte die typischen Verletzungen, die zu erwarten waren. Nun zeigte der Farmer große Fotoabzüge von einer Kuh mit den typischen Tierverstümmelungsmerkmalen. Daraufhin mussten die Pathologen zugeben, dass es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Bildern und dem Tier vor ihm gab. Obwohl sich der Körper des Tieres aufgebläht hatte, entstand kein rundes Loch am Anus, weil das sagt die Pathologie immer, die Kuh bläht sich auf durch die Verwesung und das Gas sucht sich den natürlich den Weg des geringsten Widerstandes, das ist dann hinten und dann ploppt das da hinten raus und dadurch entsteht dieses runde Loch. Das haben wir jetzt in dem Fall eben nicht. Es gab ebenso wenig die stark begrenzten glatten Wundränder. Da sagen die Pathologen immer, ja gut, das wurde von Tieren gerissen, das sieht man dann auch, aber weil die Bakterien sich an den Rändern aussetzen, dadurch trocknet sich das Gewebe aus und dann krellt sich das so nach innen und dann würde das so aussehen, als ob das ganz glatt und rund ist. Aber weil wir jetzt ja endlich mal einen Versuch haben, hat man eben festgestellt, in der Wirklichkeit passiert das gar nicht. Das sagen bloß die Pathologen, weil die immer versuchen, eine eben ins Weltbild passende Erklärung dafür zu finden. Aber in Wirklichkeit passiert es nicht. Das Blut und sämtliche Flüssigkeiten waren noch im Leib bzw. waren aus dem Körper ausgetreten und haben das Gras schwarz verfärbt. Kurz gesagt, diese Kuh hatte nichts gemeinsam mit den Tierverstümmelungen, die von vielen Farmern gemeldet und noch immer gemeldet werden und auch immer gemeldet werden. Es gibt keine Theorie, die von den Kritikern als Erklärung herangezogen wird, außer drei Sachen, die ich will, die noch mal eben anführen. Das ist die erste, die eigentlich eine große Frechheit ist. Da wird nämlich Farmern, die teilweise schon seit mehreren Generationen ihre Farm betreiben, vorgeworfen, keine Ahnung zu haben, wie eine tote Kuh aussieht, die von Aasfressern heimgesucht wurde und der Verwesung ausgesetzt war. Da haben die dann gesagt, das Blut, wenn da eben kein Kreislauf mehr ist, das sackt nach unten und deswegen meinen die dummen Bauern, ja, guck mal, die Kuh ist blutleer. Es hat auch mal ein Farmer die Kuh umgedreht und hat mit einem Messer in den Oberschenkel geschnitten. Und da war eben kein Blut, das Fleisch war sogar weiß. Das war richtig ausgesogen sozusagen. Da war nichts. So, die zweite Theorie ist totaler Blödsinn in meinen Augen. Das ist der Versicherungsbetrug. Was möchten denn die Befürworter dieser Theorie damit andeuten? Dass die Versicherung mehr bezahlt oder überhaupt bezahlt, wenn der Farmer behauptet, es hat einen Alienangriff gegeben? Nun kommen wir zum dritten Punkt, das sind die Teufelssekten. Wahrscheinlich kommen darauf nur Menschen, die in einer Großstadt aufgewachsen sind. Ich möchte jeden davon abraten, auf eine Weide zu spazieren und zu versuchen, einem Rind irgendwelche Körperteile abzuschneiden. Das legt sich nämlich nicht artig hin und lässt einen da werkeln. Ich weiß nicht, wie Leute auf solche wilden Ideen kommen, denn wenn die wenigstens einen Kopfschuss hätten, dann könnte man ja sagen, okay, man hat das Tier vorher erledigt und hat dann angefangen, aber das ist ja nun mal eben nicht der Fall. Was macht ein Farmer, der eine tote Kuh auf seiner Weide vorfindet? Er ruft den Sheriff an, der schreibt einen Bericht und der Farmer schickt diesen zu seiner Versicherung. Da sieht man dann da so einen offiziellen, hier ist ein bisschen deutlicher. Hier sieht man auch wieder, wie schön die Kuh aussieht, ne? Hier. So, was passiert, wenn es sich um eine vermutete Tierverstümmelung handelt? Der Sheriff informiert das FBI. Alleine das ist doch schon ein Witz. Was kümmert die zentrale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten eine tote Kuh? Aber genauso läuft das ab. Es gibt unzählige FBI-Berichte über Tierverstümmelung. Dafür gibt es Vordrucke. Da hat sich also irgendein Anzuchtträger hingesetzt und hat Vordrucke angefertigt. Das ist jetzt einmal die Vorberichte. So, hier. Also die sind jetzt abgetippt, diese Vordrucke, das ist immer ein DIN A4-Blatt, damit laufen die mit dem Klemmbrett auf die Weide und fangen an. Das ist jetzt zusammengeführt. Hier sieht man eben, hier zum Beispiel steht immer das Datum, der Besitzer, dem das Tier gehört,
was für ein Tier es ist. Hier ist das zum Beispiel eine Angus Cow. Dann kommt hier, wann das Tier ungefähr gestorben ist, also wann der Bauer es das letzte Mal gesehen hat und wann er ihn gesehen hat, wo es ist tot. Denn in welcher Position es gefunden wurde, ob es jetzt hier liegt, es zum Beispiel auf dem Rücken, manchmal liegt es eben auch auf der Seite, wie hier zum Beispiel, rechte Seite. Und dann wollen die auch wissen, welche Organe sind genommen worden. Dann, ob es überhaupt irgendwelche Spuren gibt. Nein, gibt es nämlich in den meisten Fällen nicht. Bei dem einen, ich glaube hier, war das irgendwo, da war der Untergrund nass, da meinte der, ich glaube hier ist das, oder? Zweite, mit Ground. Ja, genau. Und da meinte der Agent, da wäre vielleicht ein Ellbogenabdruck gewesen in dem nassen Gras. Aber ansonsten, also wenn es dann das überhaupt war, es kann ja auch alles Mögliche gewesen sein. Ich weiß nicht, wie er aufkommt, wenn da so ein runder Abdruck ist, dass das ein Ellbogen war. Aber es ist dahingestellt. Die meisten sieht man, es ist non, es gibt keine Spuren. Aber das sind eben die Vordrucke, die das FBI hat, wenn da eine tote Kuh in Amerika auf der Wiese gefunden wird. Unglaublich. Datum und Besitzer, wie gesagt, um was es für ein Tier sich handelt, der Todeszeitpunkt, die Position, welche Organe entnommen wurden und ganz unten steht dann eben auch nochmal der Inspektor, der es aufgenommen hat. Warum muss ein Agent vom FBI rauskommen, um sich eine tote Kuh anzusehen, um einen extra dafür gefertigten Vordruck ausfüllen? Ich dachte, das sind alles Tiere, die eines natürlichen Todes gestorben sind und die Verletzung kommt von Aasfressern und der Zersetzung des Gewebes. Was will das FBI da draußen? Im Internet kann man auf der offiziellen Seite vom FBI Cattle Mutilations eingeben und findet unzählig aufgenommene Fälle von Tierverstümmelung. Sogar Zeitungsausschnitte wurden aus der lokalen Zeitung wurden feinsäuberlich ausgeschnitten, gesammelt und archiviert. Warum? Ne? Cattle Mutilations und dann geht's los. Das war übrigens, wo ist das Datum? In den 70ern. Irgendwo steht das. Kann das jetzt von hier aus gar nicht so richtig sehen. Ja, da. In der Zeile. Ja, siehst du. Das war irgendwo in den 70ern, ne? So. Ja, wie ist das in der 70er-Stelle? Ist es jetzt immer noch so stark? Ist immer noch so viel Vorgang? Ja, es wandert nur. Es wandert. Ach so, in andere Länder. Mhm. Bremer Kidnapping. Vielleicht hat es damit zu tun, dass oft von seltsamen Lichtern am Nachthimmel und schwarzen Hubschraubern die Rede ist. Im Februar 1975 hörte mit Cruz in Wood County, Texas, das Geräusch eines Hubschraubers über ihrem Haus kreisen. Am folgenden Morgen wurde eine verstümmelte Kuh auf dem Grundstück gefunden. Am 25. Februar 1975 sah Stanley Jasek im Bezirk Bexar, Texas, einen Hubschrauber in einer Entfernung von 400 Metern fliegen. Später wurde in dem Gebiet eine tote, verstümmelte Kuh gefunden. In der gleichen Nacht gab es 3 Sichtungen von unidentifizierten Hubschraubern im Bezirk. Am 23. Juli 1975 observierte Hilfs-Sheriff Bill Vogue in Elbert County, Colorado, durch sein Fernglas einen leise fliegenden Helikopter. Im gleichen Zeitraum ereigneten sich 40 Fälle von Tierverstümmelung in Elbert County. Die Anzahl der getöteten Tiere ging bereits Mitte der 70er Jahre in die Tausende. Wir machen hier einen Sprung von den USA nach Deutschland. Was mir bis zum 24.03.2012 nämlich völlig unbekannt war, ist die Tatsache, dass dieses schauerliche Ereignis in Deutschland ihren Anfang nahm. Bevor die Tierverstümmelung in den USA begann, gab es das große Gemetzel in Good Old Germany. An dem besagten Datum saß ich nämlich am Büchertisch von Alexander Knör auf dem UFO-Kongress in Wien. Während ich seinen Büchertisch beaufsichtigte, fiel mein Blick auf ein kleines Büchlein mit dem prägnanten Titel »Sie kam, um zu jagen« von Sylvia Lapp. Da ist es. Wer sich dafür interessiert, den kann ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich hatte mehrmals einen Aha-Effekt beim Lesen dieses Buches. Deswegen zitiere ich da auch einige Sachen aus. Wer oder was jagt denn hier? In früheren Zeiten kannten die Menschen in Deutschland den wilden Jäger. Der zog meistens nachts durch die Lüfte mit lautem Gebrüll, Klappern, Peitschenknallen, Surren, Pfeifen und Heulen. Ich möchte mit einer von Sylvia Lapp selbst erlebten Geschichte beginnen. Vom wilden Jäger hörte ich zum ersten Mal an einem Weihnachtsabend.
in Gesellschaft einer Gans, die im gusseisernen Breter auf dem Kohleherd so vor sich hinbrutzelte, neben Töpfen mit nach Apfel duftenden Rotkraut und selbstgemachten Knödeln, langweilte ich mich zu Tode. Die Zeit bis zur Bescherung schien mir endloses Warten. Aus purer Langeweile drehte ich am Fenstergriff, öffnete die Läden einen Spalt und lugte hinaus. Die Straße zeigte sich öde und menschenleer. Huhu, rief ich, nur so zum Spaß. Huhu, wo seid ihr denn alle? Im nächsten Moment fühlte ich mich von meiner aufgebrachten Oma, einer Furie gleich, ins Zimmer hineingerissen. Hastig zog sie Leder und Fenster zu, gefolgt von mehrfachen Bekreuzigen. Auch mir zeichnete sie beschwörend ein Kreuz auf die Stirn. An Weihnachten darfst du niemals nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Fenster rufen, schärfte mir die Oma ein. Sonst kommt der Schwarze und nimmt dich mit. Dann erzählte sie mir eine schauerliche Geschichte. Zur Advent- und Weihnachtszeit, besonders aber in den Nächten vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, gingen schreckliche Gestalten um. In dieser Nacht, die die Rauhnächte heißen, ritt der Teufel als unheimlich wilder Jäger mit seiner Meute nachts über den Himmel. Erregte man seine Aufmerksamkeit, konnte es leicht passieren, dass er einen mitnahm auf seine Reise durch die Luft. Besonders gerne entführte er angeblich Kinder. Auf die hatte er es abgesehen, aber auch aufs Vieh. Die Worte meiner Oma waren nicht einfach nur als probates Mittel gedacht, ein übermütiges Kind zu schrecken. Nein, sie meinte das, was sie sagte, völlig ernst. Die alten Leute erzählten damals noch von diesem oder jenem, der in den rauen Nächten spurlos verloren ging. Von entführten Erwachsenen, gestohlenen Kindern und zerstückeltem Vieh. Dies stand in direktem Zusammenhang mit der wilden Jagd. Immer ging der wilden Jagd bedrohliche Zeichen voran. In der Luft erhob sich unvermittelt ein unheimliches Brausen und Tosen und flammende Lichter kündigten das Auftauchen des wilden Jägers an, nächtlichen Himmel an. Im deutschen Sagenschatz findet man unzählige Geschichten über die wilde Jagd oder dem Helljäger, dem Juljäger. Alles erklärt das ein und dasselbe Ereignis. Übrigens, auch Wotan wird mit dem Juljäger gleichgesetzt, dass alles vom Julen und Heulen abgeleitet wird. Aus dem Band Sagen, Märchen und Gebräuche von 1846 lesen wir, dort hörte ein Schiffer aus Wettin den wilden Jäger über sich und machte kurz darauf folgende Erfahrung. Und augenblicklich lag eine mächtige Pferdekeule in seinem Kahn, die er lange umsonst hinauszuwerfen suchte, denn sie war so schwer, dass er sie gar nicht heben konnte. Um 1800 herum soll auch in Marburg zweimal das wilde Heer vorbeigezogen sein. Ein Mann kam eines Abends von Rotenburg am Heierode vorüber und hörte Hallo rufen in der Luft, Hundegebell und Gerassel. Meinend, es wären Jäger, die in der Dunkelheit an ihm vorübersausen, rief er ihm zu, gut Glück und halb hart. In dem Augenblick fiel etwas Schweres auf seine Schulter herab und als er es bei Licht betrachtete, war es ein Stück Aas. Ein Schäfersbursche aus Ribbesbüttel hörte urplötzlich ein entsetzliches Getöse. Rasch kroch er unter einem Wacholderbusch und lugte durch die Zweige empor. Im Nu ist über ihm ein Geisterschiff dahin gefahren, gar schrecklich anzusehen und greulich anzuhören. Auf fahlem, kopflosen Pferd hatte ein Jägersmann gesessen, mit umgedrehten Halse und hatte geblasen und mit der Peitsche geklatscht und geknallt und Hoho gerufen. Und viele Treiber sind hinterhergekommen und haben geschrien und mit Klappern gelärmt und zwischendurch haben große Hunde gebellt und gebelfert. Und mehr als 1000 kleine Hunde sind unter dem Eichenlaub hingelaufen, rascher als wenn der Sturm trockene Blätter übers Eis weht und haben mit Laub gerasselt und mit feiner Stimme geklifft und gejifft. Das alles hat nur einen Augenblick gedauert und ist dann tosend in der Ferne verschwunden. Ein Bauer aus Thüringen will sogar das Pferd des wilden Jägers auf einer Kuppel gesehen haben. Nach seiner Beschreibung handelte es sich dabei um ein weißes Gebilde von ovaler Form mit drei Beinen. In der Mitte bemerkt er einen konusförmigen dunklen Aufbau, der in seiner Höhe etwa die Länge des gesamten Objekts entsprach. Aus großer Entfernung hätte das Ding Ähnlichkeiten mit einem dreibeinigen Schimmel ohne Kopf, auf dem ein kopfloser Reiter sitzt. Unweit des Flecken Klötze liegt ein tiefer Grund. Der heißt der Hellgrund. Da lässt sich der Helljäger oftmals hören. Wenn er so angejagt kommt, hört man das laute Hot-Ho seiner Gefährten und darunter klingt das Kiff-Kiff der Hunde. Ein paar Pferdejungen lagen einmal in der Nacht in der Koppel. Da hörten sie ihn auch daherbrausen und riefen lustig mit Hot-Ho, Hot-Ho. Und kaum war das geschehen, warf er ihnen eine Pferdekeule als Anteil der Jagd herunter.
Was flog da durch die Lüfte und bescherte nicht nur Angst und Schrecken, sondern auch die ein oder andere Pferdekeule. Die Pferdejungen hatten scheinbar keine Angst und bekamen etwas von der Jagd ab. Dem Spender sei ein Tralala, so kann man das natürlich auch sehen, mein Silvia Lab. Das Erschreckende daran ist, nicht nur, dass in unserer Vorzeit schon Tierverstümmelungen an der Tages- bzw. Nachtordnung waren, sondern dass dieses bestialische Treiben in einer doch so wunderschönen und beseelten Tradition ihren Ursprung hat. Fragen wir ein Kind, was im Dezember durch die Lüfte fliegt und Geschenke vom Himmel wirbt, was wäre da wohl die Antwort? Das passende Ho-Ho-Ho gibt es gratis dazu. Ist das tatsächlich möglich, dass sie aus diesem Ereignis der Weihnachtsmann entstanden ist? Der Mensch vergisst schnell und ist ein Meister im Verdrängen. Wilhelm Müller, 1855, schrieb in Niedersachsen Sagen und Märchen, der Zweifel an der Wahrheit, der Sage, greift aber immer weiter um sich und es wird jetzt schon von den einfachsten Leuten manches für unwahr gehalten, was vor 50 Jahren noch ganz fest im Glauben stand. Ich möchte nur noch einmal Silvia Lapp zitieren. Dann will ich erstmal hier das Buch schnappen. Der Volksmund legt dem ungewöhnlichen Jäger sogar die Worte in den Mund: Willst du mit mir jagen, musst du mit mir nagen. Mit ihrer Auffassung, der himmlische Jäger gibt einen Anteil an seinem Fang, belegen aber unsere Vorfahren, dass sie solche Ereignisse wohl kaum als besonders mystische Bedeutung beilegten. Genau genommen war wohl sogar eher das Gegenteil der Fall. Der Helljäger zeigte in den Augen von Jägern, Hirten und Bauern ein Verhalten, das ganz ihren eigenen Gepflogenheiten entsprach. So ist es auch heute mancherorts noch Brauch, wenn das Schwein geschlachtet wird, die sogenannte Metzelsuppe großzügig an Freunde und Nachbarn zu verteilen. Wer besonders freigebig ist, lässt in der Brühe absichtlich einige Würstchen platzen. Jener wilde Jäger, obwohl rätselhaft und erschreckend, verhielt sich von seinem Gesichtspunkt aus betrachtet genau nach den sozialen Normen der lokalen Bevölkerung. Der himmlische Jäger, der seine Gaben aus der Höhe herabwirft, stellt daher ein Motiv dar, das tief im Sagenkreis rund um die wilde Jagd und den wilden Jäger wurzelt. Das ursprüngliche Motiv wird heutzutage allerdings überlagert von kirchlichen Bräuchen und christlichen Erzählungen. Insbesondere fand eine Vermischung mit verschiedenen Heiligen und Märtyrern statt, die zur Ausformung der Figur des heiligen Nikolauses beitrugen. Bei genauer Betrachtung erweisen sich die Hintergründe um die Gestalt des heiligen Nikolaus demzufolge als deutlich vielschichtiger und tiefgreifender, als uns die bekannte Legende vom Bischof von Myra glauben machen will. Selbst in unseren Tagen gedenkt die Bevölkerung nördlich des Äquators und in Europa und Amerika den Auftakt der alten Jagdsaison. Freilich erinnert die reichlich verfremdete Hauptperson kaum noch an die eigentlichen Ursprünge. Doch Nikolaus oder Santa Claus verhalten sich selbst heute nicht anders als in früheren Zeiten. Er saust noch immer durch die Lüfte und lässt dabei weithin laut sein Ho-Ho-Ho erscheinen. Und er wirft wie eh und je Geschenke vom Himmel herab, häufig sogar mitten durch den Schornstein. Der Wode schrie, yo, yo, ho, ho, schmiss einen toten Hund aus der Luft herunter dem Bauern vor die Füße und schrie dazu, wirf's Aas durch den Schornstein. Lass uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralala. Bald ist Niklaus Abend da und dann stelle ich den Teller raus. Niklaus liegt bestimmt was drauf. Vielleicht ein verstümmeltes Pferd oder ein toten Hund. So, fassen wir noch einmal die Eigenschaften des wilden Jägers zusammen. Er fliegt durch die Luft, er hat Lichter. Beim Tiefflug entstehen heftige Luftwirbel, die Staub und Blätter aufwirbeln. Er verursacht einen höllischen Lärm, Klappern, Peitschenknallen, Surren, Pfeifen und Heulen. Das erinnert doch böse an die uns schon bekannten schwarzen Hubschrauber. Die Bewegung der Rotorblätter erzeugen einen starken Abwind, den sogenannten Downwash, mit Windgeschwindigkeiten von 12 Windstärken. Und der Lärm, den ein tiefliegender Heli erzeugt, kennen wir alle. Wie würden Menschen so etwas beschreiben, die im 18. Jahrhundert lebten? Wie beschreibt man das Geräusch eines sich nähernden Hubschraubers? Wie die Auswirkung der Rotorblätter auf die unmittelbare Umgebung? Ist das Ho-Ho-Ho, das Bellen der Hunde, das Ertönen des Jagdhorns? Ist das wirbelnde Laub die unsichtbaren kleinen Hunde, die unter dem Eichenlaub herumrasten, schneller als der Sturm? Ins Bild würde es passen, nur nicht in die Zeit, in der die wilde Jagd hier in Deutschland beobachtet wurde. Allerdings wundert mich das nicht sonderlich. Spricht nicht schon die Bibel von rotorbetriebener Flugtechnik wie bei Hesekiel?
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts verschwindet die wilde Jagd aus Deutschland. In den Sagen und Mythen taucht der Helljäger nicht mehr auf. Scheinbar hat er sein Jagdrevier verlegt. Walter Jörg Landmein deckt den ersten dokumentierten Fall von Tierverstümmelung in den USA auf. Er fand 1897 in Kansas statt. Der Farmer Alexander Hamilton, sein Sohn und ein Farmangestellter beobachteten ein riesiges, zigarrenförmiges Luftschiff, wie es ein Kalb an Bord holte. Stunden später fanden sie nur das Fell des Tieres auf der Weide. Hamilton wurde als Spinner bezeichnet und keiner glaubte ihm. Deswegen gab er eine eidesstattliche Erklärung zu diesem Vorfall ab, den man jetzt eben noch nachrecherchieren kann. Deswegen wissen wir überhaupt davon. Mit Nichtglauben haben wir Believer ständig zu kämpfen. Und dabei ist es egal, ob man selbst Zeuge eines unerklärlichen Ereignisses war, dann hat man eben nicht richtig hingeschaut. Oder man hat das Gesehene falsch interpretiert. Oder man ist eben einfach zu dumm und hat in der Schule nicht richtig aufgepasst, weil man alles ganz logisch erklären kann. In unsere, ach so aufgeklärten Gesellschaft passt nichts hinein, was sich der heiligen Wissenschaft entzieht. Und genau so etwas trug sich am 17.06.2003 zu, als ein solcher Skeptiker von San Antonio nach Austin fuhr. Sein Freund war ein bekennender UFO-Gläubiger. Als der Fahrer, der Name ist mir leider nicht bekannt, am Himmel einen schwarzen, nicht gekennzeichneten Hubschrauber sah, griff er zum Handy und machte ein Foto, um seinen Freund ein bisschen damit aufzuziehen. Als er zu Hause sich das Bild nochmal ansah, entdeckte er ein silbrig glänzendes Objekt über dem Hubschrauber. Das ist das. Also den Hubschrauber hat er gesehen, das ist jetzt die Vergrößerung. Und als er denn zu Hause war, hat er dann hier dieses Weiße gesehen. Zu diesem Bild passt dann auch ganz wunderbar die Beschreibung der wilden Jagd. Im Nu war auch schon die wilde Jagd bei ihm. Vorweg ein Jäger auf einem Schimmel. Was ist denn hier? Er hier? Und hinter ihm eine große Meute schwarzer Hunde, die mit ihrem Geklaff das Blasen des Herrn übertönen zu wollen schien. Da sind wohl im Frühjahr ein paar mehr schwarze Hunde mitgeflogen als jetzt nur einer. Zum Schluss möchte ich noch darauf verweisen, dass die wilde Jagd nicht nur in Deutschland und später in den USA stattgefunden hat, sondern auch in Italien, Skandinavien, Schweiz, England, Frankreich und Kanada. Wir erlebten und erleben also ein Ereignis, das sich nicht nur über die Grenzen vieler Länder und Kontinente hinwegsetzt, sondern scheinbar auch über die Zeit selbst. Und damit bin ich am Ende angekommen. Dankeschön. Irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Vergleichsweise antiquierte irdische Technologie wie Helikopter mit jetzt. Ja, genau, das ist die Frage. Aber ich sage ja, das fand ich ja schon auch immer erstaunlich, wenn man das liest, eben wie bei Ezekiel zum Beispiel, da waren ja auch Rotorblätter mit dabei. Und auch wenn der Heer gelandet ist mit ordentlich Feuer und Dampf und Krach und laut, das vereinbart sich ja im Grunde auch nicht damit, dass wir jetzt irgendwie, wie kommt denn eine weltraumbereisende Zivilisation hierher? Ja, auch nicht mit Rotorblättern, kann man ja im luftleeren Raum gar nichts anfangen. Da sieht man ja eher an Star Wars. Da kommen die lautlos angeflogen und machen mal Tschiu, kann man auf den Planeten landen. Ich kann das auch nicht erklären. Vor allen Dingen, es ist ja seltsam, dass heutzutage benutzen wir Hubschrauber. Im 16. Jahrhundert wurden scheinbar auch Hubschrauber gesichtet. Es ist ja, das passt überhaupt nicht, gar nicht. Ich kann das nicht erklären. Es sei denn, das sind tatsächlich Zeitreisende. Oder die UFOs werden auch weiterentwickelt. Es gibt ja nun auch Berichte von so einer Art, mehr so Luftschiffe, wie man heute sagt. Die aber auf der damals noch gar nicht gebaut wurden, sagen wir mal vor 200 Jahren, ich weiß nicht, wann die angefangen haben mit Zeppelin und so. Trotzdem wurden die schon vor etlichen Jahrhunderten gesichtet. Heute sind die alle viel moderner. Ja, heute sind die UFOs halt Scheiben oder Kugeln oder Würfel. Ja, aber ich denke, wenn man von woanders herkommt, also wirklich jetzt von einem anderen Planeten oder sogar aus einem ganz anderen System, dann kann man mit so einer Technik ja nichts anfangen. Nee. So, und wenn man die Strecke von einem Planeten oder von einem System zum anderen bewältigen kann, dann braucht man hier nicht mehr mit der Bub-Bub-Bub-Bub-Bub fliegen, das braucht man dann ja gar nicht. Also erklären kann ich das auch. Man geht ja von Mutterraumschiffen aus, die dann was entsenden, kleine Einheiten. Ja, aber dann kann Lütze ja auch keinen
Hubschrauber waren. Genau, aber wenn es da schon einen lautlosen Hubschrauber gab, wie da berichtet wurde, ja, dann müsste das Mutterschiff müsste dann ja in den Luftraum eindringen. Ja. Denn ansonsten, man kann ja im Luftraum nichts mit Rotortechnik anfangen. Ja. Also wie das zusammen, ich habe sonst noch die... Man hat den Ami dann ja immer sofort am Wickel, aber dass die sich da irgendwie mit denen zusammenarbeiten auf irgendeine Art und Weise, dann ist das vielleicht zu erklären, aber ja nicht im 17. Jahrhundert. Ich weiß es nicht, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das ins Bild passt. Geht das nicht schon auf die Göttermutter Kybele zurück? Bitte? Von der Göttermutter Kybele berichten die Griechen noch Ähnliches. Ja. Die wilde Jagd, das ist auch ursprünglich... Soweit ich das weiß, eine griechische Geschichte, also zumindest in der griechischen Mythologie beheimatet. Ja. Wobei ich nicht weiß, wo die es ja haben. Also die wilde Jagd, das ist also nicht nur aus Sagen und Märchen, sondern wenn früher in den früheren Zeiten irgendetwas Besonderes passiert ist, dann hat man das immer beim Bürgermeister gemeldet. Die hatten dann diese Stadtarchive, diese Bücher, wo sowas eingetragen worden ist. Und da kommen auch Fälle raus. Also das ist nicht nur, dass man sagt oder man erzählt, sondern das gibt es tatsächlich, dass diese, gerade wenn irgendwie Pferdeschenkel oder eine halbe Kuh vom Himmel gesegelt ist, das wurde auch tatsächlich in diesen Stadtarchiven aufgenommen. Also das ist nicht nur ein Märchen oder eine Sage, die, wir kennen das ja von eigentlich, dass der Punkt, wo das wirklich passiert ist, dass das also übertragen worden ist. Also das sind tatsächlich teilweise auch Tatsachenberichte. Das ist also nicht von Griechenland jetzt meinetwegen rübergeschwappt als Erzählung. Ja, aber der Inhalt ist doch gleich. Das heißt, das ist nicht eine deutsche Geschichte, die hier irgendwie hergekommen ist. Das ist etwas, was schon in der Antike gab. Auch schon gab, ja, das quer durch die Zeit durch. Ja, quer durch die Zeit. Ja, die Menschenentführung ja auch. Ja, genau, weil das kommt auch noch dazu, das hat die Silvia Lapp auch nochmal erwähnt. Es gab auch zerstückelte Menschen, da wollte sie bloß nicht drauf eingehen. Aber es wurde zum Beispiel auch mal ein Bein gefunden, da war noch der rote Strumpf dran. Ne? Also das geht nicht nur um die Tiere, sondern tatsächlich also auch die Kinder, die verschwunden waren, die haben sie ja meistens nicht wiedergefunden. Aber wenn Erwachsene verschwunden sind, die sind dann teilweise auch auseinandergenommen, irgendwo aufgefunden worden wieder. Das wollte sie hier bloß nicht vertiefen. Nach meinem Verständnis beziehen sich ja immer oder besteht immer ein kausaler Zusammenhang zwischen Tierverstümmelung und dem Erscheinen von UFOs, also unbekannten Flugobjekten. Mhm. Und du hast hier ist ja auch ein Slide, also ein Bild, wo du zumindest also kommentiert hast oder die Erläuterung gegeben hast, dass immer wenn schwarze Hubschrauber aufgetreten ist, dann plötzlich zeitlich versetzt Tierverstümmelungen aufgetreten sind, also tote Kühe aufgefunden worden sind. Das passt ja nicht in den Zusammenhang im Grunde mit dem Verursacher UFO. Wie erklärt man oder wie erklärt man dann plötzlich oder besteht da ein Zusammenhang zwischen dem Erscheinen von schwarzen Hubschraubern, also im herkömmlichen Helikopter-Sinne der US, wahrscheinlich der heutigen Generation von Hubschraubern und den Türverstümmelungen. Das sagen wir ja ganz oft, dass das UFO, wenn UFOs gesehen worden sind, dass die oft in Begleitung von schwarzen Hubschraubern sind. Ja, weil oder ist die Erklärung die, das habe ich ja von gewissen Videos hier in der Erinnerung, dass immer wenn UFOs aufgetreten sind, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, dass dann auch vom Militär Hubschrauber als Escort, also Begleitung aufgetreten sind. Also man kann das in der heutigen Zeit vielleicht erklären, dass die eben, wie gesagt, dass die immer begleitend mit dabei sind und dass deswegen auch ein Agent rauskommt, um aufzunehmen, wo wurde was gefunden, was wurde gefunden, was wurde entnommen. Ich denke mal, also das... jedenfalls in der heutigen Zeit könnte man das so erklären, wie das jetzt im 17., 16. Jahrhundert und damals in der Antike und so zu erklären ist, das weiß ich natürlich nicht. Ja, das bedeutet im Grunde also als Erklärung, dass die schwarzen Hubschrauber sind geheime Militärhubschrauber ohne Kennzeichen
Und wenn die auftreten und anschließend vier Verstümmelungen festgestellt werden, dass dann zeitgleich UFOs in der Luft waren und die Helikopter praktisch nur einen Kontrolleinsatz geflogen haben. Wäre möglich. Das wäre doch eine plausible Erklärung. Anders kann ich mir einen Ursachenzusammenhang machen. Nur ist das, wie gesagt, erklärt eben nicht, wie das vor 200 Jahren dann war. Nee, das ist richtig, das ist die Samenwelt. Aber alle Samen haben einen wahren Kern. Ich sehe da einen Zusammenhang mit Satanismus, weil ich da schon sehr viel drüber gelesen habe, dass es diesen Kult immer noch gibt, diesen Satanismus. Und da gibt es ja sehr viele Aussagen von Kindern, die das überlebt haben, weil auch sehr viele Kinder dort missbraucht werden, dass sie auch mit Organen arbeiten, die Organe essen. Also richtig so widerliche Geschichten habe ich da gelesen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber es gibt sehr viele Aussagen darüber. Also da sehe ich so ein bisschen, da vermute ich... Weil die sind technisch nicht in der Lage, so eine Verstümmelung kriegen. Nee. Das Blut aus dem Leben. Das Blut raus. Das können die nicht. Ja, das hat wieder was mit, ich bin ja der Meinung, was mit dunklen Außerirdischen zu tun, die eben ihre Technik da anwenden. Also du meinst zweierlei Verursacher, einmal Satanisten, aber auch Außerirdischen. Ja, ja, also völlig ausgesichtlich. Also wenn die den perfekten Schnitt machen, die gehen nur in ein Gefäß raus, die können komplett das Blut absaugen. Das ist heutzutage technisch absolut möglich. Und die Ränder mit Elektrokauder wird operativ, das jeden Tag wieder bei der Operation. Aber das haben die Satanisten nicht zur Verfügung. Da brauchst du ja ein ganz schönes Equipment dazu. Da brauchst du Hochspannung und... Das ist mitten auf einer Ranch. Im Umkreis, ja. Weiten Umkreis ist keine Energieversorgung. Ja, da kommen sie mit Helikopter. Die müssten mit einem Generator, der ist so groß wie ein Bus, müssten die da anreisen. Um Strom zu erzeugen. Die Rettungshubschrauber sind total damit ausgerüstet. Das ist heutzutage überhaupt gar nicht. Im Mittelalter natürlich, das war was ganz anderes. Aber heutzutage wäre das satanistisch. Also die würden sich ja nicht in die Mühe vorher Blutsätze machen, wenn bloß gar nicht sogar Organe brauchen. Die wollen sich beim Fleischer, ja. Vom Schlafschirm. Davon gehe ich auch mal stark aus, dass die sich das anders besorgen können. Vor allen Dingen, du musst ja auch das Tier auch erstmal du musst ja auch erstmal das Tier dazu kriegen, dass es liegt und dass du dann arbeiten kannst. Ja, aber die finden ja nichts. Wenn das jetzt zum Beispiel mit einem Stromschock gemacht worden wäre, dann hätte man eine verbrannte Stelle auf dem Tier, nämlich da, wo man den Taser angesetzt hätte. Das hinterlässt ja Spuren. Also das ist schwierig zu bewerkstelligen. Ich glaube, dass solche Sekten, ich will auch nicht sagen, dass sie da nicht irgendwelche Hühner mal opfern oder sonst irgendwas, aber ich glaube, also bei einer Kuh oder beim Rind, und das sind auch oft Bullen, ne? das ist einfach, also ich komme vom Land, also einen Bullen irgendwie hinzulegen und da versuchen, dem da irgendwie was abzuschneiden, nein, überhaupt nicht, es sei denn, ich schieße ihn vorher in den Kopf. Dann ja, aber vorher. Ja, aber Beweise, ne? Dann wäre das Bitte? Also das Einzige, was mir auffällt jetzt an der ganzen Sache ist, aber es gab noch nie einen Bericht, dass man irgendwie ansatzweise irgendwie mal was mitbekommen hat, ne? Ja. Weil ich sag mal, so eine Ranch. Es wurde gefilmt sogar. Es gibt einen Film oder Bilder von wie, ich weiß nicht, Mutter, Tochter haben das, du hast es sogar berichtet, ne? Gesehen, wie was ein Pferd nach oben gebeamt wurde, sozusagen nach oben schwebte, war eine Weile im Raumschiff und diese Mutter und das Kind waren aber auch dann später da drin. Ja. Aber es ist schon doch komisch, ich meine, okay, dann wurde jetzt schon mal ein Fall, wo man das gesehen hat, aber wenn man so hört, wie viel so passiert. Ja, das ist meistens ist das unbeobachtet, weil man hat auch so ganz falsche Vorstellungen. Die Länder rein, das sind ja riesige Gebiete. Ja. Ne? Also das ist ja unglaublich, das geht ja von einem Horizont zum anderen mehr oder weniger. Und wenn da jetzt nachts da irgendwas passiert, dann kommt man am nächsten Tag hin und sieht die Bescherung. Da kommt selten, dass das beobachtet wird. Also bei uns in der Zeitung, also in Ostalscharmberg, war das auch schon mal. Im Schnee wurde auch ein Reh seziert, aus nur bestimmte Organe. Das war vor 5-6 Jahren. Da war gerade hoher Schnee irgendwie, oder vor 10 Jahren irgendwie war da Schnee halt.
Und der Bauer, der hatte das Reh gefüttert und ist am anderen Morgen dorthin. Und da waren wirklich keine Spuren, auch keine Laufspuren um den Schnee herum, auch kein Blut. Und da fehlten dann auch so ein paar Organe. Ja. Und da stand sogar eine Zeitung. Entschuldigt, also ich fürchte, wir werden dieses Rätsel heute nicht lösen.